Ja gut, also ich denke, Vielfalt ist das Wichtigste, was wir haben, weil nur die Vielfalt bewirkt, dass wir uns wirklich, also auch, ja, dass wir uns weiterentwickeln, sonst bleiben wir immer auf dem gleichen Status stehen. Und die Vielfalt ist die größte Stärke, die wir alle haben. Menschen, die Natur, alles ist ja auch vielfältig. Wir sind von Natur aus vielfältig und ja, die Natur ist vielfältig. Und wenn sie gewollt hätte, dass wir alle gleich sind, dann wären wir alle gleich. Und das ist ja gar nicht gewollt. Ich denke, dass genau auch diese Vielfalt genau das Leben ausmacht und dass nur durch die Vielfalt das Leben überhaupt interessant wird und auch lebenswert ist. Und alles, was normkonform ist und immer wieder in die gleiche Bahn gesteckt wird, wird irgendwann versuchen auszubrechen und das System wird in sich zusammenfallen und letztlich die Situation irgendwann auch für uns nicht mehr erträglich sein. Und ich denke, gerade Vielfalt der Natur sollte erhalten bleiben und dass viele Dinge ganz einfach nicht immer nur an uns angepasst werden, an unsere Bedürfnisse, sondern auch jeder seine eigenen Bedürfnisse so ausleben kann, dass es für jeden ja, letztlich einen Konsens gibt daraus. Derzeit ein Thema, das uns sehr beschäftigt hat, dass in der EU derzeit Gesetzesentwürfe geprüft werden, dass Lebensmittel, vor allen Dingen Obst und Gemüse in Zukunft normkonform sein sollen, dass also da eine Vielfalt nicht mehr vorhanden sein wird, dass Tomaten alle einheitlich sein sollen, einheitliche Größe haben, immer die gleichen Sorten, dass ich selbst bestraft werde dafür, dass ich mit meinem Nachbarn die Paprika teilen möchte, weil ich ihn eingeladen habe auf einen Salat zu mir. Oder ähnliches und letztlich auch die Bauern in Zukunft nur noch Saatgut erhalten können, das ja letztlich von der EU freigegeben wird und nur noch einige wenige Sorten betreffen wird und damit viele alte Sorten, die wir irgendwann mal hatten an Gemüse und Obst, einfach nicht mehr vorhanden sein werden und letztlich aussterben werden. Gut, eins habe ich auch noch. Ja, und zwar, ja, Konformität ist immer was erzwungen ist. Also Konformität wird immer unter Druck ausgeübt. Und das ist eigentlich für mich ein ganz sicheres Zeichen, dass die Natur nicht konform ist. Also diese Konformität ist immer ein erzwungener Zustand. Und die Natur und wir alle, wir Menschen, wir sind vielfältig. Deswegen muss man uns zwingen, konform zu sein und dieser Konformität uns zu unterwerfen. Weil ja, das Bestreben ist natürlich immer zu dem zu kommen, was die eigentliche Natur ist und was wir eigentlich selbst wirklich sind. Und wir sind nun mal nicht konform. Wir sind alle vielfältig.